Hi, willkommen zurück bei Stray, hier auf meinem Kanal mit eurem Smoker. Willkommen zur 11. Folge von Stray. Wir sind letztens stehen geblieben, als wir Clementine gefunden haben, die uns jetzt was zeigen will, wobei wir ihr helfen sollen. Und da werden wir jetzt weitermachen. Let's go. Aufstehen, Mieter. Zeit zu arbeiten. Ja, streck dich erstmal. So, wo ist sie jetzt eigentlich hingelaufen? Ist die raus? Hä? Oder ist sie noch drin? Clementine? Oh, hier ist er. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Ich arbeite schon eine ganze Weile an einem Plan, um diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. Na, dachte mir schon, dass wir damit noch fahren müssen. Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Alles, was wir brauchen, ist eine Atombatterie, um sie mit Strom zu versorgen. Ich weiß, dass die Neko Corporation eine in ihrer Fabrik installiert hat. Ich habe einen Kontakt, der uns helfen kann, sie zu infiltrieren. Ich kenne seinen Namen nicht, er ist der Roboter mit der Bomberjacke und der Goldkette. Überbring ihm diese Nachricht. Jemand, der so klein und flink ist wie du, sollte kein Problem haben, sich in die Fabrik zu schleichen. Eine letzte Sache noch. Zögere nicht, dich um Hilfe zu bemühen. Diese Stadt ist voll von Informationen. Halte dich nur von den Wächtern fern. Also müssen wir jetzt irgendwie in die Fabrik kommen. Okay. Was sagt meine Drohne? Clementine bat uns, ihren Kontaktmann in der Nähe der Fabrik zu finden. Er ist der Roboter, der eine Bomberjacke und Goldkette trägt. Na, schauen wir mal. Die Fabrik war hier hinten rechts irgendwo, gell? Warum ist eigentlich meine Kamera so hoch? So. Oh, der Polizist stand vorher aber noch nicht da. Die festgenommene Person war nicht Clementine. Suche fortsetzen. Das habe ich hier immer noch nicht gecheckt. Habe ich gerade was geklaut? Ist angesagt, dass sie laden. Jacke. Schöne Jacke. Arbeitest du in der Fabrik? Ah. Das war also doch wichtig, damit wir die Jacke klauen konnten. Für jemanden, der die Fabrik will. Ah, interessant. Eine Bomberjacke und Goldkette. Nee, du nicht. Schauen wir mal, ob wir den mit der Bomberjacke finden. Er hier? Das ist keine Goldkette. Den Safe würde ich auch gern wissen, was da drin ist. Du Türsteher. Der Club ist geschlossen, hau ab. Eine Bestechung, ich lasse mich nicht bestechen. Ich lege Wert auf meine Arbeit. Was ist das überhaupt? Du? Das war auch keine Bomberjacke. Doch, er muss es sein. Ich habe zu tun, was willst du? Hau ab. Er hat auf jeden Fall eine Goldkette. Aber es ist keine Bomberjacke. Da rein? Nee. Bomberjacke, Bomberjacke. Hier vorne vielleicht noch irgendwo?
hier noch irgendwas? Nope. Und von hier kam er ja. Haben wir den überhaupt schon getroffen? Du hast auch keine Bomberjacke. Ah. Wer sucht, der findet. Oh, hier gibt's ja noch einen Laden. Hey, hier sieht das so aus, oder? Das ist Goldkette? Nee. Ich habe versucht, einen Zielbot runterzuladen, um der Beste bei diesem Spiel zu sein, habe aber mir eine Malware eingefangen. Bin mir nicht sicher warum, aber jetzt kommt mir alles schräg vor. Schöne Jacke, arbeitest du in der Fabrik? Wow, gekonnt vorbeigeschoben. Ich habe jedes Spiel gemeistert, das es jemals gab, aber wie das hier funktioniert, kann ich dir echt nicht sagen. Kapiere ich hier irgendwas nicht richtig? Ich nehme auch keine Bomberjacken an. Dringend verantwortungsbewusst, Kleines. Nicht so wie dieser Typ im Hinterzimmer, echt schade. Oh, hört sich doch an. Wie meine Person. Der Typ da hinten ist bis oben hin geölt, wenn du weißt, was ich meine. Der wirkt nur ein harter Schlag direkt an die Birne. Gut zu wissen. Was darf es heute sein, kleiner Herr? Unsere Welt muss dir aus deinen kleinen Augen gigantisch groß vorkommen. Ich wünschte, ich könnte so klein sein wie du und neue Verstecke der Orte auskundschaften. So, guck mal, wer hier hinten ist. Ah, okay, verstehe schon, was ich machen soll. Achtung! Und jetzt? Ich folge dem mal. Muss ja irgendeinen Sinn haben. Ach, das ist der Lieferjunge, oder wie? Nehme ich mal mit. Hier wäre ich da auch so reingekommen, oder? Hier. Okay, jetzt habe ich den Weg reingemacht, aber verstehe nicht. Gibt's hier noch irgendwas?
Ah, den Helm habe ich anscheinend noch gebraucht. Okay. Helm und die Weste habe ich jetzt. Aber den Kollegen mit der Bomberjacke habe ich immer noch nicht gefunden. Oh, kann er hinfallen? Ja, er kann hinfallen. Magst du mit mir reden? Wo ist der Herr mit der Bomberjacke? War ich hier überhaupt schon mal? Ja. Ach ja, mit seinem Fifi. In der Nähe der Fabrik. Da sind nur zwei. Er hat zwar eine Goldkette, aber er ist nicht meine Person. Hier ist doch die Fabrik. Wo ist die Person? Oder war das der hier hinten? Nee, wa? Okay. Wo ist der? Da hab ich auch keinen gesehen. Nee. Hier war nur der, der zur Arbeit ging. Was in dem Safe ist, will ich wissen. Hatte ich die Reihenfolge nicht benutzt gehabt? Abzeichen. Was ist das für ein Abzeichen? Ist hier nicht mal drinne bei mir. Dieser Typ will also Clementine helfen, dann wollen wir ihn mal suchen. Er ist unsere einzige Möglichkeit, die Atombatterie zu finden. Denk dran, er ist der Roboter, der eine Bomberjacke und Goldkette trägt. Ist doch nur einer, der hier eine Goldkette trägt. Das ist der, der Zeitung liest. Er hier. Ich bin so blöd. Oh, du bist bei dem Außenwelt mein Kontakt? Lass mich dich kurz über die Atombatterie aufklären. Die
Die Batterie versorgt die Necocorp-Fabrik hier, aber das ganze Gebiet ist gesperrt und schwer bewacht. Sie kontrolliert jeden, der das Gelände betritt und schicken jeden weg, der keine Arbeiter ist. Gut, dass ich schon vorgearbeitet habe. Hier meine Idee, besorg mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, während ich hier bleibe und mir meinen günstigen Zeitpunkt überlege, reinzukommen. Hab ich schon. Bitteschön. Hervorragend, dieser Helm wird ausreichen. Ich zieh mich jetzt an, kannst du dich umdrehen? Wow. Das ist eine Katze. Die sind klasse, ein bisschen enger in der Taille, aber es wird schon gehen. Die Goldkette werde ich weglassen. Okay, spring in diese Kiste und ich schleuse dich durch den Kontrollpunkt. Jetzt kann ich nicht mehr hauen. Oh, und ich vermute mal, in die Lichtkegel darf ich nicht rein. Da will wahrscheinlich auch die Kisten, um sich zu verstecken, wa? Ah ja. Dachte ich mir doch, dass sie zum Verstecken gut sind. Ein kleiner Stealth-Part. Gar nicht so leicht hier. Guck, wie die sich bewegt. Ah, ich muss von da kommen, okay. Easy. Gut, dass du hier bist. Du kannst mir helfen. Ich habe in diesem dunklen und riesigen Fabrik die Schlüssel zu meiner Wohnung verloren. Die Wächter haben sich geweigert, mir zu helfen. Sie sagt nur, wenn du nirgendwo hingehen kannst, mehr Arbeit hier. Wenn ihr mir vielleicht helfen könntet, sie zu finden, wäre ich dir ewig dankbar. Okay, der hat unten irgendwo seine Schlüssel verloren. Wollen wir da runterkommen? Okay, bis hierhin kann ich gehen. Schade, ich könnte hier runterkommen. Ah, hier? Nee. Hebel. Aber ich würde gerne seine Schlüssel holen. Aber jetzt müsste ich irgendwie hier runterkommen. Vielleicht später.
Das ist hart. Aber ich würde gerne mal. Komm ich hier rechts lang? Oh ne, geht nicht, okay. Eieiei. Das ist krass. Easy. Was für eine kluge Katze. Nee, nee. Alles gut. Die habe ich überhaupt nicht gesehen erst. Aber wie man gesehen hat, hat man wohl doch ein bisschen Zeit, sich zu verstecken wieder. War knapp. Okay. Hier sollte ich nicht durchlaufen. Aber mit dem Fass komme ich durch. Achso, das ist der Anfang. Ah, okay. Nee. Okay, ist jetzt gespeichert. Ah, okay. Komme ich da so schnell drin? Nee. Mach das hier. Aus. Mal checken, was es jetzt hier so richtig bringt. Ich glaube, das Fass kann mal wieder weg. Ah. Okay, und jetzt ist er hinten. Ich bräuchte noch einen dritten Gegenstand. Ah, warte mal. Ah. Kluges Kätzchen. Mit Roboter. Ja, jetzt kriege ich das Fass durch. Ja, easy Rätsel. Das ist die Batterie? Oh. Wir haben sie. Schnell, lass uns von hier verschwinden, bevor die Wächter auftauchen. Wir müssen Clementine diese Batterie zurückbringen. Und dann heißt es hier raus. Ah, da geht's zurück zum Anfang, okay. Den haben wir ja gesehen am Anfang. Aber den Schlüssel konnte ich ihm leider nicht holen. Schade. Bei meinem zweiten Durchlauf dann wahrscheinlich. Oh, hier ist ja schon gleich die Stadt. Schnell zu Clementine. Ja, hier lang. Oh, selbstlos.
könnt uns den Platz klauen, aber nicht unsere Moves. Hä, hey, dann denkt ihr, ihr könnt uns davon abhalten, unsere Bude abzuhängen? Glaubst du, dass der Ganova hat ein Auge auf meine Vintage-Kartensammlung geworfen? All die Arbeit für nichts. Bitte Ruhe bewahren, es ist eine Suchaktion im Gange. Das ging aber schnell bei denen, hä? Aha. Hier oben sind ob schon da welche. Bleibt da anscheinend, ja. Das heißt, ich muss hier lang. Okay. Die geht wieder zurück. Nee. Aber sie lebt noch. Sie atmet noch. Immerhin. Oh, von hier wieder? Frech. Läuft die Mucke eigentlich noch? Nee. Bitte beschreiben Sie mir das Profil des Diebes. Haarig, klein, miaut. Gut, Leute. Und wie ich hier durchkomme, das sehen wir dann in der nächsten Folge hier auf YouTube. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein. Euer Smoker, bis zum nächsten Mal.